Es geht ein Gespenst um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Mit diesem Satz beginnt das Manifest der Kommunistischen Partei aus dem Jahr 1848. Das folgende Jahrhundert brachte den Aufstieg und Fall des Kommunismus. Durch Revolutionen entstanden Staaten, die sich als kommunistisch oder sozialistisch bezeichneten. Die meisten gingen wieder unter. Trotzdem spielt der Kommunismus im Denken vieler Menschen noch heute eine Rolle. Im Kern sprechen wir von der Vorstellung einer Gesellschaft, in der es keine Unterschiede zwischen Reichen und Armen, zwischen denen oben und denen unten gibt, sondern in der man im gemeinsamen Besitz aller wichtigen öffentlicher Güter ist. Und gemeinsam heißt auf Lateinisch communis, und Kommunismus ist die Vorstellung davon, dass Menschen alles Wichtige gemeinsam haben sollten. Etwas gemeinsam haben, darum geht es auch in der Wohnzimmerwerkstatt Lindenau. Hier haben sich ein paar junge Menschen zusammengetan, um einer gemeinsamen Idee zu folgen. Ingo, Florian, Hendrik und Hanna sahen dabei vor allem die Vorteile, die gemeinschaftliches Handeln mit sich bringt. Kommunismus leitet sich von dem lateinischen Wort communis ab, das so viel wie gemeinsam bedeutet. Mit der Gedankenverknüpfung gemeinsam hängt auch die wohl am weitesten verbreitete Bedeutung von Kommunismus zusammen. Kommunismus als Name für die Utopie einer idealen Gesellschaftsordnung, die auf sozialer Gleichheit basiert. Erreicht werden soll dieses Ideal im Kommunismus, indem das Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft wird. Die Produktionsmittel gehören dann allen gemeinsam. Ihre Nutzung wird gemeinsam verwaltet. Ihr Ertrag kommt der Gemeinschaft zugute. Die Wohngemeinschaft. Okay, wir haben Zucchini noch da. Kürbis brauchen wir wohl auch nicht. Es ist Freitagabend. Fünf junge Menschen sitzen am Küchentisch und planen den Wochenendeinkauf. Sie leben gemeinsam in einer Wohngemeinschaft zusammen und schätzen es, ihre Wohnung und das Zusammenleben gemeinsam gestalten zu können. So werden zum Beispiel fast alle Lebensmittel aus der Gemeinschaftskasse bezahlt und geteilt. Alle zahlen den gleichen Betrag in die Kasse, weshalb auch alle bei der Auswahl des Essens gleichberechtigt sind. Thank you.